Hallo meine lieben Freunde, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Odyssey. So, ich soll ja jetzt für da kommt ein Kopfgeld hier. Den gehe ich lieber aus dem Weg. Denn noch kann ich ihn nicht besiegen. Und kommt wieder rein ins Kühlnass. So. Nee. So, Moment mal. Hier war doch bestimmt irgendetwas, was ich jetzt... Oh, da kommt immer näher. Das gefällt mir gar nicht. So, Moment mal. Hier sind jetzt nur Missionsziele. Rätsel und Schatz plündern. Ja, jetzt eine große Frage. Ist der Schatz jetzt... So, wie kann ich den jetzt hier mal untertauchen? Ah ja, schon da. So, da haben wir doch schon mal ein... eine Schatzkiste. Da, warte mal, was haben wir denn hier noch? So. Ah, hier ist das Rätsel, was ich finden soll. Schatz plündern. So, jetzt habe ich aber hier noch irgendwie einen Schatz. Ich weiß jetzt nur nicht, wo der ist. Ja, Hauptsache, der haut wieder ab, der kommt hier. Den kann ich ja noch nicht besiegen. Dazu bin ich noch nicht stark genug. So, ich tauche jetzt erstmal auf. Weil ich mal langsam mal mitnehmen muss. So, und der ist jetzt... Der Kopfgeldjäger, der ist jetzt... Ah, der verschwindet jetzt so langsam, aber sicher. Gut, da habe ich dann ja jetzt nochmal Glück gehabt, dass der mich nicht entdeckt hat. Aber... Ich weiß nicht, ob es jetzt hier noch mehr gibt. Unter Wasser meine ich jetzt. Aber ich gehe mal hier in die Höhle rein. Ja, hier. Ja, mal gucken. Vielleicht ist hier auch noch irgendetwas Schickes. Oh, blaue Pflanzen. Die sehen sehr schick aus. Und dann ist hier... So. Hier ist jetzt nichts mehr, ne, oder? Oh, hier geht es noch tiefer runter. Oh, was ist das denn hier alles? So, Moment mal. So langsam aber sicher muss ich mal wieder nach oben. Luft holen hier. So, jetzt die große Frage, wo bin ich denn jetzt? Ah, wo bin ich denn hier gelandet? Irgendeine unterirdische Höhle. Ah, cool. Hier werden Sie besonders wachsam sein. Moment mal jetzt. Bin ich jetzt etwa da, wo ich hin soll? Von der Stufe 2, 2, 2, ja gut. Aber... Thank you.
Ah, die keifen sich da gerade an. So. Gut, die beiden hätte ich ja erledigt. Ich habe jetzt zwar... jetzt gerade gesagt... zweite. Ungenutzte Ausrüstung anlegen. Alles klar. Wunderbar. Was habe ich denn jetzt hier neu? Ja, dem... Bogen. Oh, ein neuer Bogen. Ein neuer Bogen, das ist gut. Das ist immer gut. Okay, das ist jetzt auch neu, aber kann ich noch nicht anlegen. Ah, sehr schön. So, hier habe ich hier... Nein, habe ich leider noch nichts. Okay, gut. Bodenloser See, du hast... Hast du den Sprung gewagt? Alle auf der Insel glauben, hier könnte man am tiefsten tauchen. Doch es gibt einen See an der Küste der Koliadai, der bodenlos sein soll. Wenn du so tief tauchen kannst, wo die Frau aus Marmor, wie die Frau aus Marmor, wirst du mich finden können. Aha. Moment, Quatsch. So, die Frage, was als erstes kam, das Huhn oder das Ei, sorgt für hitzige Debatten unter griechischen Philosophen. Ah, das kann ich also verkaufen, gut. Das kann ich auch verticken, wenn ich will, und der Auftrag zur Ermordung von jemandem, dessen Beschreibung dir seltsam ähnelt. Na super. Schwert des Kephalos. Mit diesem Speer in der Hand muss der Träger seine Ziele mit Bedacht wählen. Laut der Legende erhielt Kephalos ihn von den Göttern. Seine einzigartige Kraft, er verfehlt nie sein Ziel. Oh ja, okay, gut. Wenn ich nie mein Ziel verfehle, das ist gut. Das ist Stufe 5, ich muss jetzt erstmal dem aus dem Weg gehen. So, das muss ich die Tatorte untersuchen. Um der anderen Drusilla da das Holz zu bringen. So, aber jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich jetzt hier aus der Höhle wieder herauskomme. Denn irgendwie müssen die ja hier auch reingekommen sein, die Heinis, ne? Weil ich glaube nicht, dass sie getaucht sind. Also muss hier irgendwo auch ein Ausgang sein. Ah ne, von da bin ich ja gekommen, ne? So ähnlich, glaube ich. Jetzt weiß ich noch nicht, was das bedeutet, wenn sich das immer rot färbt. Okay, dann laufen wir mal so hier entlang. Ich glaube, ich renne jetzt hier im Kreis, ne? Ja, von hier bin ich ja gekommen. Ja gut, da muss ich wohl doch zurücktauchen. Ich habe jetzt nur der Wasser halte gedrückt, um aufzutauchen, halte C gedrückt, um unterzutauchen, drücke. Ah, alles klar, so. Schwimm ich schneller. Ah, das ist auch geil gemacht, alles hier. So, ich gehe mal ganz stark davon aus. Dass ich jetzt hier wieder hochkomme. Ugh.
Ja. Ah, Cassandra ist ein Klettermaxe. Sie kann das. So, jetzt widme ich mich jetzt aber mal. So, wer kommt? Oh. Oh. Uiuiui, die haben wir aber gut eingeschenkt. Die haben wir aber gut eingeschenkt. So, war hier nicht noch irgendwo? Ach ja, da liegt ja noch einer. Die haben wir aber eben gerade gut eingeschenkt, die drei. So, ja, jetzt, wo ist denn jetzt hier nun mein... Ach, der ist ja immer noch da. Ja, aber das ist doch wunderschön hier. Guck dir mal hier die Landschaft hier alles an. Das ist doch geil. Oh, was ist das denn da? Kostbare Edelsteine. Oh. Das ist gut. So, aber jetzt mal Moment mal. Oh. So, wo ist denn jetzt nur mein Holz? Ja, ich bin schon. So, aber warum wird das denn jetzt hier oben im Navigationsrad nicht angezeigt? Ach da, das hier direkt vor meiner Nase. Ich habe das gerade hier völlig übersehen. Man könnte sich natürlich auch mal so einen Geistbock hier schießen. Ja, natürlich funktioniert das nicht, war klar. Treffe ihn natürlich nicht, war auch klar. Ja, dieser Kopfgeiger, der rennt hier wahrscheinlich die ganze Zeit herum, so lange, bis ich ihn platt gemacht habe. Na, die rennen immer so schnell weg. Die. Oh! Ach, vom den treffe ich doch sowieso nicht. Zu schnell die Viecher da. So, dann wollen wir doch jetzt mal gucken. Hier kam es zu dem Hinterhalt. Ich sollte mich umsehen. Ja. Erledigt. Ah ja, hier, umsehen. Gut. Der Karren wurde leergeräumt und liegen gelassen. Der Dieb kann mit der Fracht nicht weit gekommen sein. Untersuche das Gebiet. Ziemlich viele Fußabdrücke. Eine Gruppe ist von hier aus nach Westen aufgebrochen. Okay, nach Westen, Westen ist hier. Nee, da muss ich den Tatort noch weiter untersuchen. So, ob mir vielleicht mein Adler helfen könnte. Ja, ich könnte vielleicht ja nochmal mit dem Mann da jetzt gleich mal reden. Weil das ist wahrscheinlich dann der dritte... Ne,
Nee, mit ihm kann ich nicht reden. Kann ich vielleicht mit ihm hier reden? Nee. Hier ist nichts. Kann ich hier vielleicht mit euch, mit irgendjemand von euch hier reden? Nee, sieht nicht so aus. Okay, gut. Dann mal gucken hier. Ah, hier. Oh, hier liegt eine Leiche. Von hinten auf der Flucht erschossen. Das waren mit Sicherheit Banditen. So, du bist in der Nähe der Dynastie V, um Ikaros zu rufen. Wolf. So. Moment mal jetzt. Das sind jetzt alles nur Tiere. Das muss das Banditenlager sein, das ich suche. Ah, da ist es ja. So. So, ihr... Ihr Gangster, ihr seid es völlig, seid ihr. Ah, da ist ein Wolf. Warte, vielleicht... Nee, der ist zu weit weg. Alles klar. Gut. So, dann. Ach, Kacke. Der Wolf dürfte eigentlich... Oh, doch, er kommt hier hoch. Ja, du bist jetzt auch meiner. So, aber hier läuft ja noch ein Wolf herum. Okay. Der ist auch platt. Ich habe jetzt keine Lust, mich um die Banditen zu kümmern und dann auch noch mich mit Wölfen. Anzulegen. Ja, okay, gut. Alles klar, so, der ist jetzt auch weg vom Fenster. Der ist jetzt auch in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Okay, jetzt laufen wir mal hier hin und dann springen wir mal hier rüber. Baumstamm Schuss werft. Ich muss mich anschleichen. Oh, nee, 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 so haben wir nicht gewettet, gute Dame. So.
könnte er von hier aus einfach mal. Ja, jetzt kommt der hochgekrabbelt, ne? Oder? Ja, da kriegst du gleich voll als auf den Buffy. Oh, die haben Feuerpfeile! Oh, warte mal, das mache ich jetzt gleich mal. Der kommt jetzt hochgekrabbelt. Ne? Oder? Oder bist du feig und bleibst unten? Gemetzel, wer hat das angerichtet? So, Moment mal, ich kann doch jetzt ein Attentat machen, ne? Ah, Schnauze. So. Zielgebiet. So, jetzt bin ich im Zielgebiet. Das ist schon mal schön. Ja. Alles durchsuchen hier. Baumstamm Schiffswerft, ja. So. Ach, jetzt soll ich da hinten hin. Ist da noch dein Oberboss oder so? Ich sollte etwas Holz als Beweis mitnehmen. Der Alten wird mein Wort nicht genügen. Ja gut, dann nehme ich aber mal ein bisschen Holz mit. Ah, Schatz gefunden. Gut, sehr gut. So, jetzt schnappen wir uns mal ein bisschen Holz. Gut, den Hund da jetzt noch platt machen. Hat es auch nicht gerade sinnvoll. Schatzplündern, Banditenanführer. So. Ort abgeschlossen. Baumstamm Schiffswerft. Ja, das ist gut. Jetzt. Warte mal. Reittier nicht verfügbar. Wieso ist das Reittier nicht verfügbar? Naja, ist egal jetzt. Dann renne ich jetzt erst einmal. So, ist es jetzt verfügbar? Merkwürdig. Verstehe ich jetzt nicht. Ah, ja, jetzt kommt es. Ah, sehr gut. Oh, da sitzt ein alter Mann am Wegesrand und sinniert wahrscheinlich über sein Leben. Bewegung! So! Vielleicht kriege ich ja jetzt so einen neuen Bogen, den sie da mal herstellt. Seh an, Marcos große Heldin! Sag nicht, du hast getan, worum ich dich gebeten habe. Ja, ich habe die Banditen aufgespürt und in den Hades geschickt. Dein Holz sollte bald ankommen. Und ich soll mich auf das Wort einer Söldnerin verlassen?
Ich wusste, du würdest mir nicht glauben. Deshalb habe ich das hier mitgebracht. Hier ist ein Beweis. Ein Teil des speziellen Holzes, das du so unbedingt wolltest. Deine Bögen sollten selbst eines Apollon würdig sein, nach der ganzen Mühe, die ich hatte. Bei den Göttern. Arbeitest du wirklich mit Markus? Er hat noch nie ein Versprechen gehalten. Unglaublich. Ich arbeite vielleicht mit ihm, aber wir sind uns nicht sehr ähnlich. Ich halte mein Wort. Dann nimm das Geld und gib Markus nichts ab. Ah, wunderbar. So, jetzt muss ich noch mal kurz... Halt, was war das jetzt eben gerade? Ah, ich bin Level 3 jetzt. Sehr gut. So, jetzt habe ich hier ein 23 plus Jägerschaden und der macht hier plus 4 Kriegerschaden. Ja, dann nehmen wir mal den Hammer hier. Jede Frau soll den dicken Hammer haben. So, Rüstung 6. 5% Attentatschaden, 5% kritischer Schaden. Ja. Warte mal, wie sehen die aus? Achso, sie sehen gleich aus. Na gut, dann nehmen wir die. Ja, das war's ja jetzt. So, jetzt habe ich wieder einen Fähigkeitspunkt. Ein Fähigkeitspunkt, gut. Ja. Jäger bin ich jetzt nicht so... Zoome, um einen Pfeil zu verschießen, der 380% Jägerschaden anrichtet und 25% weiterfliegt. Halte gedrückt, ja. Mehr Fall jetzt. Die Zeit verlangsamt sich, für bis zu 5 Sekunden, wenn du von Gegnern gesehen wirst. Gezielte Pfeile erfassen den Oberkörper des Gegners und richten 150% Jägerschaden an. Ja, ich nehme jetzt erstmal. Warte mal. Bündle deine inneren Kräfte, um einen mächtigen Angriff zu entfesseln. Ja, nehmen wir erstmal hier nochmal ein. Ach, kann ich jetzt noch gar nicht. Nächste Verbesserung. Ein legendärer Tritt, ja, aber einen Moment mal. Ein legendärer Tritt, der das Ziel zurückschloss und 200% Kriegerschaden anrichtet. Das Ziel wird nicht getötet, bla bla. Komme weiter in der Geschichte voran. Achso, dann kann ich das wohl erst wohl verbessern. Ja, okay, gut. Nahkampfwaffen und Standardpfeile richten für 15 Sekunden Giftschaden an, wenn die Giftanzeige deiner Gegner voll ist, werden sie vergiftet. Die Vergiftung verursacht Schaden über Zeit und schwächt Rüstungs- und Schadenswerte des Gegners. Erfordert kein Adrenalin. Der Schaden durch Attentate und Niederschläge wird um 20% erhöht. Gegner werden nach einem Attentat automatisch geplündert. Beschwöre Athenas Weitsicht, um alle Geheimnisse zu offenbaren, inklusive Truhen und Geheimgängen in einem Radius von 15 Metern. Alle Gegner in deiner Nähe werden erfasst. Oh, das ist gut. Halte V gedrückt, um Geheimnisse zu offenbaren. Ey, das ist gut. Doch, das ist gut. So, Moment mal, jetzt Quests. Wie geht das denn jetzt hier weiter? Auge um Auge, Odyssee-Quest, empfohlene Stufe 3. Um seine Schulden zu bezahlen, hatte Markus wieder einen seiner berühmten Pläne geschmiedet. Er schwor Cassandra, dass all ihre Probleme gelöst wären, wenn sie das Obsidian-Auge des Zyklopen stiehlt. Okay, gut. Dann mopsen wir mal die Augen. Ja, so, Moment mal. Ich dachte jetzt, wenn ich V drücke, dann werden alle Fähigkeiten hier... Ach, halte V gedrückt. Ah ja, alles klar.
Ah, alles klar. Einmal nur kurz V drücken, kommt der Falke und gedrückt halten. Ah, hier ist ja nichts. So, was ist denn eigentlich jetzt das da? Ah, ich meine, das ist ja aber wunderschön gemacht. Oh ja, Faulpelz. Kaum komme ich schon, springt er auf. Das ist so ein Faulpelz hier. Da packt er sich erstmal hin. Och, oh. Sonne auf den Bauch scheinen lassen, etc. pp. Sami, ich frage mich, ob wir diesen Ort ohne Schlägerei verlassen werden. Oh, scheiße, da hinten ist der Kopf. Sami wird sich nie ändern. Ach, verdammt nochmal. Da hinten ist der Kopfgeldjäger. Der rennt wahrscheinlich die ganze Zeit hier herum. Jetzt will ich mal kurz gucken, dass ich mich hier einfach irgendwo mal in eine dunkle Ecke stelle. Sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sinnvoll ist, zu versuchen, den Kopfgeldjäger mit Pfeil und Bogen wieder zu strecken. Ob das funktioniert. So, warte mal. Ich wollte jetzt mal ganz kurz was gucken. Cassandra 3, der ist 5. Ja. So, wo war das denn jetzt hier nochmal mit den Gravuren? Naja. Nee, hier nicht. Felix hier auch nicht und Karte ja auch nicht. Der Schmied, beim Schmied kann ich mir ja wahrscheinlich Gravuren machen lassen. Jetzt weiß ich aber nicht, wo war das jetzt nochmal mit den Gravuren? So, warte mal. Ach, hier war das mit den Gravuren. Ah, ja, hier. So kann ich mir das drauf machen lassen. Erreiche Stufe 13. Verfügbare Gravuren. Ah, so, mal gucken jetzt. Ja, auf die jetzt... Da jetzt Gravuren drauf machen lassen, das macht in meinen Augen jetzt im Moment noch keinen Sinn. Weil ich ändere die jetzt sowieso wieder. Ah, so ein Attentatsschaden. Ich habe nur Jäger und Attentatsschaden. Moment mal. Na, wahrscheinlich muss ich da jetzt erstmal zum Schmied gehen, ne? So, der Schmied. Wo bist du, Schmied? Okay, der ist 104 Meter entfernt. Der rennt hier die ganze Zeit rum und ich möchte dem echt nicht über den Weg laufen. Zumindest jetzt noch nicht. Was darf ich dir zeigen? Verkaufen, kaufen, gravieren, verbessern. Oh, kann ich... Das kann ich verbessern. Vom Schmied gravieren lassen. 2 Steine und 10 Drachmen. Verbesserung kaufen, 8... Ja, ich habe kein 7 Holz. Verdammt. Gut, zurück. Dann machen wir mal eine Gravur. Und zwar mal hier den Hammer. Attentatschaden, Jägerschaden. Hammer, schwere Keule, gewöhnlich. Ich bin in die Stufe 2, 23 Schaden. Jetzt habe ich noch 4 Krieger und noch 2% Attentatschaden. Okay. Holz habe ich leider nicht. Ich muss mal gucken. Olivenholz. Ja, muss mal gucken. Kaufen. Gut, jetzt kann ich mal. Oh, das Ding hat mehr Schaden als mein Hammer. So, was hat er denn noch alles so hier an Waffen? Oh, ist das der Kopfgeldjäger? Nein.
will der jetzt auch nicht von mir. So, warte mal, der hat jetzt... krude Axt. Okay, Moment mal, jetzt... erstmal zurück, erstmal verkaufen, jetzt... alle Handelsgüter verkaufen, ja, nee. Vielleicht muss Lass ich mich ja wissen, wenn du etwas brauchst. Vielleicht muss ich ja jetzt erstmal die Waffe tauschen. Was kann ich dir bringen? So, und jetzt mal gucken. Jetzt kann ich wahrscheinlich meinen Hammer verkaufen. Ja, jetzt kann ich ihn verkaufen. Wunderbar. Sehr gut. So, und jetzt kann ich eigentlich auch meinen Bogen hier verschäbeln. Den brauche ich auch nicht. Und das Schwert. Ja, komm hier. Das ist auch weg. Na okay, gut, das behalten wir jetzt erst nochmal. Ja, komm ja auch weg damit. Nein, das behalten wir jetzt erstmal nochmal alles. Ja, nein, das behalten wir nochmal lieber alles. Bevor ich da jetzt irgendwie was verkaufe, was ich hier noch gebrauchen könnte. Aber ich könnte jetzt mal hier mal ein bisschen... So, warte mal, was kann ich denn hier nochmal an Rüstung kaufen? Oh, ich habe nur noch 109. Danke fürs Vorbeischauen. Kein Thema. Immer wieder gern. So. Vier Kriegerschaden, vier. Ja gut, da kann ich eigentlich ausrüsten. So, was sieht denn jetzt denn optisch besser aus? Das? Oder das? Ach egal, nehmen wir das hier. So, dann mal gucken, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt habe ich hier auch endlich mal vernünftige Beinschützer. Ja, das heißt vernünftig, also besser als gar nichts. So, jetzt kann ich aber eigentlich alles andere... Ah, ich sehe, du hast Geschmack. ...verkaufen. Zum Beispiel... Das kann jetzt weg. Der kann weg. Ja, dann habe ich jetzt wieder ein bisschen Kohle. Das Schwert behalten wir lieber nochmal. Obwohl, komm, ach, scheiße. Weg damit. Den werde ich nicht verkaufen. Dann kann ich in der nächsten Stufe den hier anziehen. Ja, Moment mal. Jetzt kann ich doch bestimmt hier gravieren lassen. Hier, meine Axt kann ich jetzt gravieren lassen. 2. 28 Metall habe ich und Jägerschaden. Ja, das bringt mir ja nichts. Nur wenn ich jetzt Tiere jage, aber das tue ich ja jetzt eigentlich nicht. Spare ich lieber meine Kugel. Bis bald dann. Jo, kein Thema, du. Oh, der ist nur noch 50 Meter weg, der Attentäter. Der Kopfgeldjäger, meine ich. So, jetzt muss ich mal zusehen, wie ich jetzt in so einem großen Bogen jetzt zu Marcos zurückkomme. Oh, Moment mal. Wo soll ich denn eigentlich ein Pferd? Na los! Ne? Vorwärts! Ja. Oh, habe ich das... die Ziege jetzt platt getreten? Ne. Ich dachte eben gerade schon. Dass ich jetzt aussehen platt gemacht hätte mit meinem Gaul. So, wir reiten uns aber mal querfeld ein, denn... Komm ja schon. Gut, um die Ausrufezeichen kümmere ich mich auch noch, aber... Ja, da kümmere ich mich auch noch überall drum. Nur im Moment will ich jetzt erstmal zusehen, dass ich ganz schnell auf Stufe 5 komme, damit ich den Kopfgeldjäger loswerde. Ja,
Ich habe ganz ehrlich gesagt keine Lust da jetzt. Ella. Ich habe keine Lust jetzt ständig. Ach komm, du kannst doch da durchlaufen. Der ist zum Beispiel hier so wie das kleine Mädchen hier. Ist das nicht Phoebe? Na los. Okay, gut. Wie lief es mit Marcos? Wie es immer läuft. Ich habe mein Geld nicht bekommen und erledige seine Aufträge. Warum lässt du dich von ihm rumschubsen? Tja. Irgendwie schulde ich ihm ja was, denn er hat mich damals am Strand ja aufgelesen, ne? Ich schulde ihm noch etwas. Von früher. Oh, hast du dir Drachmen geliehen? Nicht diese Art Schuld. Nur wenige würden eine Ausreißerin aufnehmen, die sie beim Stehlen erwischt haben. Ich war noch ein Kind. Ah. Ich bin nur ein Kind und ich sorge ganz gut für mich selbst. Was willst du, Phoebe? Kennst du Kausos? Die Stadt auf der anderen Seite der Insel? Warum? Die Leute dort sind krank. Meine Freundin Kina auch. Sie leiden an einem Brennfieber. Man sagt, es sei ein Fluch und nur die Götter könnten sie retten. Wie gesagt, ich bin keine Göttin. Aber Ikaros... ist ein Vogel. Das heißt nicht, dass du nicht helfen kannst. Na schön. Ich sehe es mir an. Ach, Mann. Hier wieder so ein Rätsel finden. Gut, aber jetzt ist erst einmal... Aber was ist denn hier los? Ach, hier. Ah, die Axt ist aber ganz schön langsam. Macht zwar richtig Schaden, ist aber leider langsam, sehe ich gerade. Ah, habe ich nicht bedacht, als ich sie gekauft habe. Oh, Moment mal, was ist das denn hier? Her damit. Ah, da bist du ja. Und keinen Augenblick zu früh. Ich habe die Banditen erledigt und der Bogenerin das Holz gebracht. Ich habe keinen Augenblick an dir gezweifelt. Und? Dein Plan? Ja, der Zyklop und ich müssen uns über ein paar Drachmen einig werden. So wie du, meine ungestüme Freundin. Ohne dich hätte ich nichts mit ihm zu tun. Mein Freund. Stimmt. Aber ich schwöre, jetzt wird das Thema erledigt. Wenn er uns weiter seine Schläge auf den Hals hetzt, dann soll gestern sein letzter guter Tag gewesen sein. Oh Mann, ey. Also raus mit der Sprache. Was soll ich tun? Was sollen wir tun, meinst du? Ich habe den Plan, du hast die Muskeln. Ich sehe es als gemeinsamen Einsatz. Natürlich tust du das. Denk nach. Was ist dem Zyklopen am teuersten? Seine Männer? Sein Land? Seine Schiffe? Nein, sein Obsidianauge. Komm zur Sache, Marcos. Also gut, wir werden es ihm stehlen. Bist du übergeschnappt? Du leihst dir Drachmen von ihm und dann stiehlst du sein Auge? Wenn wir es haben, gewinnen wir. Dann verkaufen wir es und schlagen zwei Fliegen mit einem Obsidianauge. Er sollte stillhalten, sonst verliert er das zweite auch. Nein, nein, es muss ohne sein Wissen geschehen. Der Zyklop darf dich nicht sehen. Dann kommt mein neuer Bogen gleich zum Einsatz. Er bewahrt das Auge in seinem Haus auf. Es ist zu wertvoll, um es herumzutragen. Gar nicht dumm, bis du ihm die Schwachstelle seines Plans zeigst. Warte bis Sonnenuntergang. Schleich rein und bring mir das Auge. Hoffentlich ist es was wert. Weißt du, wie teuer Obsidian auf Kefalenia gehandelt wird? Ich habe noch nie welchen gesehen. Eben. Und es ist nicht nur Obsidian. Es ist mit Gold durchzogen. Gold! Kein Wunder, dass er es für besondere Anlässe aufhebt. Und mit dem Erlös zahlen wir unsere Schulden zurück. Es wird den Großteil begleichen. Ein Weingut ist teuer. Ich weiß nicht, wo der Zyklop wohnt. Auf der Westseite der Insel. Dort findest du seinen Unterschlupf. Schön. Aber dann darfst du dieses Mal nicht geizig sein. Geizig? Du verletzt meine Gefühle. Aber das macht dich eben aus.
Bring mir das Auge und ich beweise dir das Gegenteil. Und denk dran, keiner darf dich sehen. Verstanden. Wenn du es schaffst, verhinderst du, dass unsere Köpfe als Trophäen des Zyklopen enden. Ach Gott. Ostragon-Rätsel finden, ja gut. Da habe ich jetzt aber keine Lust zu. Und jetzt zum Auge. Wenn es so wertvoll ist, wie Markus sagt, wird es ein eigenes Podest haben. Gut, jetzt mal gucken. Ja, hier rennen wir da mal hin und machen mal die Quest mit dem Auge. Auge um Auge. Ja. Oh, das wird gut. Das ist... Hallo, Auge. Ich sehe dich. Alles klar. Der hätte sich auch ein anderes Geräusch ausdenken können. Das ist ein bisschen blödes Geräusch. Das hört sich irgendwie ein bisschen doof an. So, dann rennen wir mal hier durch die Weinreben durch. Ikaros, verstecktes Zyklopen. Ziele mit Ikaros im Schwebemodus ja, auf Gegner. So, gut. So, beschleunigen, Schwimmus, Markierung setzen. Ja, man kann jetzt irgendwie auch noch mit Ikaros zum Angriff übergehen. Schütze. So ein Schläger. Ja, das ist noch ein Schütze. Okay, das sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Achso, das ist ein. Das ist ein Tier da, aber. Ach Gott, hier sind ja noch. Ach, hier sind ja noch mehr. Ach, hier sind ja noch eine ganze Ecke mehr. Verstecktes Zyklopen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die alle ausschalten. So, irgendwie konnte man jetzt auch noch mal mit dem da muss ich mal ganz kurz nachgucken. Da konnte man jetzt auch noch irgendwie mit dem Falken zum oder Adler ist das ja. Adler, Entschuldigung, Adler. Ikaros rufen, beschleunigen, markieren, schweben, Adler, Angriff. F. Gut. Dann probieren wir das doch glatt mal. Dann greifen wir da jetzt auch einfach mal einen an. Und zwar nehmen wir mal ihn hier. Oh, irgendwie geht er nicht zum Angriff über. So, irgendwie kann ich jetzt aber auch den Adler jetzt hier nicht steuern. Ach, jetzt. Ach so. Irgendwie sind die Tasten aber irgendwie falsch, ne?
So, jetzt. Aber irgendwie geht er jetzt nicht zum Angriff über. Schade, ich dachte, der macht das jetzt irgendwie. Ich würde sonst gerne mal den da jetzt irgendwie angreifen, aber es tut er irgendwie nicht. Merkwürdig. Naja, okay, gut. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Däumchen da, schreibt mir bitte was in die Kommentare.